Mittelfeldduell in der Bundesliga. Die SG Essen-Schönebeck gegen den Sportclub aus Freiburg. Und die Freiburger kamen mit ihrem Chefcoach Daniel Kraus. Der war ja auch mal 3 Jahre Trainer in Essen. Für ihn also die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Und die blau gekleideten Freiburgerinnen auch mit der ersten Chance der Partie. 8. Minute. Der Freistoß kommt in Richtung Janina Minge. Die zieht nicht ab, sondern sucht Samantha Steuerwald am zweiten Pfosten. Die kommt da aber nicht mehr richtig hin. Die aufgerückte Innenverteidigerin Minge hätte hier durchaus auch selbst abziehen können. Gute Anfangsphase des Sportclubs. Sie waren aggressiv, sie waren präsent und profitierten hier von 2 Fehlern hintereinander. Der SG Essen Schönebeck. Schemaili steckt dann durch in Richtung Völmli und die bleibt ganz cool vor Sophia Winkler. 1:0 für die Gäste in der 13. Minute. Schemaili, die so ein bisschen den Hasret Kayikci-Ersatz geben sollte, die ist ja immer noch rot gesperrt und macht das hier wunderbar mit dem Steckpass in Richtung Völmli. Die stellt dann den Körper rein gegen ihre Gegenspielerin Piljic und lässt Winkler keine Chance. Essen brauchte etwas, um in dieser Partie anzukommen. Nach einer knappen halben Stunde dann die Möglichkeit per Freistoß. Wird erstmal geklärt, aber nicht weit genug. Landet auf dem Fuß von Ostermeier und deren Abschluss dann sehr knapp vorbei am langen Pfosten. 38 Minuten jetzt gleich vorbei. Endemann hier mit dem Ballgewinn und dann gab es das Foul von Wojtekowa. Strafstoß, die korrekte Entscheidung von der unparteiischen Franziska Wildfeuer. Die hatte hier alles richtig gesehen. Wojtekowa trifft nicht den Ball, sondern nur die Gegenspielerin. Die große Chance also jetzt für Elisa Sens vom Punkt. Aber sie scheitert an der Oberkante der Latte. Denkbar unglücklich, dieser Elfmeter von Elisa Sens. Wirklich nicht schlecht geschossen, das ist einfach Pech. Deswegen ging es mit glücklichen Freiburgerinnen in die Halbzeitpause. 1:0 die Führung für den Sportclub. Im zweiten Durchgang passierte lange Zeit nichts. Essen hatte ein paar kleinere Chancen. Freiburg, ja, von denen war eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Essen dann mit Maike Behrensen. Erster Versuch, abgeblockt an den Pfosten. Und zum Nachschuss kommt es dann nicht mehr. Foul war es hier auch keins. Alles weiter im grünen Bereich für den SC Freiburg. 2 Bundesliga-Debüts gab es heute beim Sportclub. Lisa Kolb kam in die Partie in der zweiten Hälfte. Und dann auch Rotzinger hier. In der 81. Minute und nur 60 Sekunden später, 1 Minute auf dem Platz beim Bundesliga-Debüt, dieses Foulspiel und die gelbe Karte gegen Anne Rotzinger. Die hatte dann sogar noch eine gute Chance in der 85. Minute auf Vorlage von Giovanna Hoffmann. Hier mit der Hacke bekommt sie die Möglichkeit, aber der Abschluss dann zu unplatziert und auch mit zu wenig Wucht. Trotzdem gelungenes Debüt für Kolb und Rotzinger, denn danach war Schluss und der SC Freiburg gewinnt dieses Auswärtsspiel in Essen mit 1:0. Markus Högners Essenerinnen bleiben also bei 8 Punkten stehen und müssen jetzt den Blick langsam mal in Richtung Abstiegsränge richten, oder Vivian Endemann? Wir wollen uns so gut es geht natürlich auch absetzen irgendwo. Ja, jetzt müssen wir den Blick auf die nächsten 2 Spiele richten. Sehr, sehr wichtige Spiele, werden auch keine einfachen, weil ich glaube, unsere Gegner haben genau das gleiche Ziel. Ja, aber genau, da geht es darum zu punkten und jetzt sind wir muss einfach. Also wir müssen jetzt. Auf der anderen Seite herzlichen Glückwunsch an den SC Freiburg. Der 3. Bundesligasieg in Folge. Trotzdem in der 2. Hälfte hätte es ein bisschen mehr sein können, oder Rebecca Knack? Also wir wollten eigentlich spielerisch schon weiter mehr Ballbesitzphasen auch haben. Das ist uns nicht so gut gelungen. Haben auch unsere Konter nicht so gut ausgespielt. Da ist Essen dann doch gefährlicher gewesen. Aber am Ende freuen wir uns einfach über den Sieg, egal wie. Trotzdem setzt sich ja der SC Freiburg jetzt richtig ab von den Abstiegsrängen, hat jetzt 13 Punkte auf dem Konto. Die Essenerinnen bleiben stehen bei 8 Punkten und auf dem 8. Platz. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.